Auf diesem Rasen waren meine ersten Helden. Ein Club, eine Stadt, für mich tausend Welten. Zeilen, die bewegen. In seinem aktuellen Song beschreibt Alexander Knappe seine Liebe zu Energie Cottbus und spricht somit vielen FCE-Fans aus der Seele. Und wir kommen auch morgen noch wieder. Und wir singen mal weiter unser Lied. Also ich kam zu dem Song so, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, dass wir jetzt an so einem Wendepunkt wieder sind. Hier geht es ja quasi um alles, auch Fußball und vor allen Dingen auch um die Region. Und 98, wo wir ja aufgestiegen sind in die zweite Liga, da war ich 13 Jahre alt. Da hat quasi für mich diese Liebe Energie Cottbus begonnen. Und ich hatte das Gefühl, dass jetzt ein Punkt ist, wo man irgendwie einen Beitrag leisten kann, soll. Wir haben die meiste Kohle der ganzen Nation. Viel zu tief im Osten. Ein Paradies aus Beton. Wir sind geboren, um zu rennen, gekommen, um zu bleiben. Hey, 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 wir machen's wie in alten Zeiten. Wir machen's wie in alten Zeiten. Ja, ich hab's mir schon auch zu Hause ein paar Mal angeschaut, das Video. Ist natürlich schon eine tolle Sache, dass der Benny und der Alex, dass sie so hinter uns stehen, dass sie extra ein Lied für den Verein und für uns geschrieben haben. Also ich finde es hammergeil, es passt einfach. Er kommt ja hier auch aus Cottbus und Benni, unser Stadionsprecher, ist ja auch ziemlich verrückt. Die ganze Stadt ist einfach Energie geladen, oder? Absolut, so Städtchen dann absolut so wichtig, dass die Fans dahinter stehen. Da kommen halt Erinnerungen hoch und auch Gefühle und das nimmt einen halt auch dann schon mit. Das ist geil, ich finde das sehr gut, dass wir so unterstützt werden. Du bist eine ehrliche Haut, ich würde dich nie verraten. Für kein Geld der Welt, hier sind wir zu Haus. Man sieht, wie die Stadt, die ganze Region hinter dem Verein steht und auch wie wichtig der Verein für die Leute, für die Fans ist. Man sieht eben, dass auch in schlechten Zeiten jeder zu uns hält und jetzt wird die Stimmung besser, also es kann so weitergehen. Da gibt es auch andere Fankulturen, die noch nicht mehr, glaube ich, so da gestanden hätten. Ne? So. Die vor allen Dingen noch dran glauben, ja. Ja. Das spiegelt sozusagen auch die letzten Wochen wieder. Der Aufwind bei uns, bei den Fans, wirklich gut gemacht. Nicht nur wir Spieler finden das total geil, ich denke auch die Fans. Gänsehaut pur. Ja, ich finde es überragend. Und man hört ja auch sonst immer im Stadion Unterstützung und sowas. Ohne die Fans geht's halt nicht. So wie die jetzt im Moment hinter uns stehen, das ist unglaublich. Müssen wir halt denen auch dann einiges wieder zurückgeben. Schöne, wichtige Botschaft. Schenken wir denen auch den Klassenerhalt, dann ist alles gut. Genau so. Ich hab dich einmal gesehen und für immer entdeckt, was meine erste große Liebe bis heute hab dich nie versteckt. Die Spieler zeigen sich begeistert. Alex, ich habe dir die Meinung der Spieler mal mitgebracht. Vielleicht kannst du ein, zwei, drei Sätze dazu sagen, wie dein Empfinden ist über die Meinung der Spieler. Ah, ja. Die Stübermann hat mir zum Beispiel geschrieben, tierischer Song, wir hören der Push jetzt immer vor dem Spiel. Und, aber das war ja nicht irgendwie das Ziel, sondern ich habe einfach einen Song gemacht, der irgendwie so die Emotionen aufgreifen sollte, so die alten Zeiten aufleben sollte und so ein bisschen klar machen sollte, wo wir eigentlich herkommen. Denn oftmals vergessen die Leute ja, wo wir herkommen und wo es einfach herkommt. Leidenschaft pur, die Alexander Knappe in seinen aktuellen Song gesteckt hat. Jetzt heißt es weiterhin Vollgas geben. Denn mit genauso viel Leidenschaft auf dem Platz ist der Klassenerhalt machbar. Und wir kommen auch morgen noch wieder. Und wir singen mal weiter unsere Lieder. Und wir